Moin. Das ist schön, euch zu sehen. Das ist schön, hier zu sein. Und vor allen Dingen ist es gerade schön. Ich sehe, dass wir sind 5 Minuten zuvor im Zeitplan. Dann kann ich mir vielleicht 3 Minuten länger für die Andacht nehmen. Ich habe was Besonderes vor. Wir haben was Besonderes vor. Ich habe die Gemeindeleitung gefragt und die haben gesagt, ja, mach auf jeden Fall. Denn mir ist eine Sache ganz wichtig, beziehungsweise, nein, ich muss es andersrum sagen. Ich finde es total nervig, wenn ich dann gefragt werde, hey Simon, nächsten Sonntag haben wir Gottesdienst, was willst du predigen? Und ich sitze dann in meinem Büro und überlege, ja, was habe ich denn mal Lust zu predigen? Und man überlegt dann von Woche zu Woche, das mag ich nicht. Viel schöner ist das, wenn man sich langfristig vorbereiten kann und genau weiß, was einen erwartet. Und wenn ich das auch erwarte, also starten wir eine neue Predigtreihe. Wir werden in den nächsten Predigten, in denen ich hier in Simmersbach bin, den Philipperbrief durchnehmen. Der Philipperbrief, den Paulus geschrieben hat, bietet sich auf verschiedenen Ebenen an. Zum einen schon sehr praktisch, weil Paulus dann nicht die Sachen 85 Mal wiederholt, sondern viele verschiedene Themen drin hat. Zum anderen aber auch, weil er recht kurz ist und man ihn also auch sehr oft studieren kann. Also ich habe mir das angewöhnt, bei solchen kurzen Briefen, wenn ich eine Predigtreihe mache, lese ich mir vor jeder Predigtvorbereitung den Brief komplett von Anfang bis Ende durch. Und ich glaube, ich möchte dir empfehlen, das genauso zu handhaben. Manche denken jetzt, oh, so einen ganzen Brief durchlesen, das ist doch ziemlich viel. Nee, eigentlich ist es das nicht. Also, dass wir mal einen Vergleich bekommen. Im biblischen Unterricht sind wir aktuell im Richterbuch und wir arbeiten uns Woche für Woche innerhalb von einer Stunde durch 2 Kapitel durch. 2 Kapitel lesen wir komplett in einer Stunde und diskutieren darüber. Aber wir sind alle in der Pubertät. Das heißt, 5 Kapitel Philipperbrief schaffst du in einer Stunde locker. Wahrscheinlich sogar irgendwann, wenn du dann das erste Mal mit der Basisbibel durch bist und dann die Luther-Übersetzung genommen hast und dann mal die Einheitsübersetzung nimmst oder die Gute Nachricht oder die Hoffnung für alle, dann merkst du irgendwann, ja, das ist ins Blut übergegangen. Das als ein erstes kleines Vorwort. Ein zweites Vorwort, das ist mir auch ganz wichtig, diese Predigtreihe ist jetzt nicht so, wie das typische Pastoren machen. Also typischerweise würde ich mich jetzt zu Hause hinsetzen und mir den griechischen Text anschauen und eine Gliederung entwerfen und dann genau festlegen, die erste Predigt ist von da bis da und die zweite Predigt ist von da bis da und die dritte Predigt geht dann von, keine Ahnung, Kapitel 2, Vers 1 bis 3 und dann ist das alles theologisch korrekt. Theologisch korrekt soll das schon sein, aber mir ist wichtig, dass wir auch den Heiligen Geist mit einbeziehen. Das heißt, ich weiß jetzt noch nicht, über welche Textstellen wir uns in der nächsten Predigt unterhalten werden. Ich bitte dich, dass du dir Gedanken machst und dir überlegst, was ist mir denn wichtig geworden? Wo habe ich Fragen? Wo habe ich Anmerkungen? Und dann sagst du mir das. Schreibst mir eine kurze WhatsApp oder einen Brief oder eine E-Mail oder sprichst eine Person aus der Gemeindeleitung an und dann sammeln wir das und gehen auf das ein, was uns gemeinsam wichtig geworden ist. Einen kleinen Bonus gibt das noch, ich werde diese Predigten auch auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Das heißt, wir beziehen dann noch eine Community von 2.500 Leuten mit ein, die dann auch ihre Fragen stellen können. Und dann schauen wir mal, wo dieser Philipperbrief aus einer längst vergangenen Zeit mitten im Leben bei uns auftaucht. Denn ich bin überzeugt, tatsächlich überzeugt, dieser Brief hat uns etwas zu sagen. Nun genug davor Worte, das waren auch genau die Minuten, die ich länger brauchte. Ich steige ein und wir fangen an, das werden wir schon beibehalten, dass wir Stück für Stück durchgehen mit Philipper 1, Vers 1. Und ich lese von Vers 1 bis 26. Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle, die in Philippi leben und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Diakonen. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dank und Fürbitte für die Gemeinde. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, das ich für euch alle spreche. Ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat,
der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Wenn ich auch im Gefängnis sitze und vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete, ihr alle habt zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt, denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit. Den lässt Jesus Christus wachsen zur Ehre und zum Lob Gottes. Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen. Meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Allen Leuten im Palast des Statthalters und allen anderen hier ist nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus gehöre. Und viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht. Einige verkünden Christus wohl aus Neid und Streitsucht, aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben, denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Darin unterstützen mich eure Gebete und der Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht. Ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache, im Gegenteil. Durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und es gilt, ob ich jetzt am Leben bleibe oder sterben. Denn für mich ist Christus das Leben. Und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits gilt für mich, wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre sehr viel besser. Aber für euch ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Deswegen bin ich überzeugt. Ja, ich weiß, ich werde am Leben und euch allen erhalten bleiben. So kann ich dazu beitragen, dass euer Glaube Fortschritte macht und ihr immer mehr Freude daran findet. Ich werde euch noch viel mehr Grund geben, auf Jesus Christus stolz zu sein, dann, wenn ich wieder bei euch bin. Oh, das ist vielleicht manchmal sogar ungewöhnlich, so lange Texte am Stück zu hören, ne? Aber genau das motiviert dich ja vielleicht, dich dann noch weiter einzuarbeiten. Und beim nächsten Mal, wenn wir im Philipperbrief sind, dann merkst du schon, da hallen Worte wieder, die du schon 3-4 Mal gehört hast, die dir ins Blut übergegangen sind und die dich tatsächlich weit begleiten. Die Gemeinde in Philippi ist tatsächlich eine besondere Gemeinde. Paulus selbst hat sie gegründet. Man kann die Geschichte in der Apostelgeschichte nachlesen. Ich vermute, die allermeisten von euch werden sie auch schon seit dem Kindergottesdienst kennen, aber vielleicht noch nicht so zuordnen können, dass es sich genau um diese Gemeinde von diesem Brief handelt. Was genau da passiert ist, hören wir später in der Predigt. Philippi war eine Garnisonsstadt der Römer. Das bedeutet, ganz, ganz viele römische Soldaten und besonders die pensionierten Soldaten sind dort angesiedelt worden aus allen Kulturen im Reich Roms. Es gab keine Synagoge, als Paulus dahin gekommen ist. Das heißt, was er vorfand, war eine unglaubliche Vermischung, ein Multikulti von verschiedenen Kulturen und Religionen. Eine Spiritualität, die sich aus ganz vielen verschiedenen Dingen zusammensetzte. Und in diesem Chaos gründete Jesus Christus seine Gemeinde.
Ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir viel mehr entdecken noch, wie viel Philippi mit der Bundesrepublik Deutschland zusammenhängt. Mit verschiedenen Kulturen und Ideologien und verschiedenen Vorstellungen, die aufeinanderprasseln. Manchmal gegensätzlich sind und dann aber doch richtig gut zueinander passen. Paulus schreibt dieser Gemeinde jetzt einen Brief. Und da stellen wir schon das erste fest, was sehr bedrückend scheint. Er sitzt, während er diesen Brief mit Timotheus schreibt, im Gefängnis. Er sitzt wieder einmal im Gefängnis. Es gibt verschiedene Richtungen, wo er saß, ob es in Rom gewesen ist, ob er in Caesarea gesessen hat. Man weiß es am Ende nicht genau. Das sind zwei Stationen, die im Neuen Testament ganz genau benannt werden. Am Ende war Paulus aber, wenn man alles zusammenzählt und auch die Hinweise mitnimmt, mindestens 7-mal im Knast für seinen Glauben. Damals reicht es auch schon, wenn man einen öffentlichen Aufruhr angezettelt hat. Also wenn ich mich beispielsweise jetzt hier in Simmersbach auf die Hauptstraße stellen würde und alle Autos anhalte und dadurch ein riesiges Chaos verursache, dann könnte das schon gereicht haben damals, um wenigstens verhaftet zu werden. Paulus erlebte das in seinem Leben immer wieder, diesen Gegenwind, die Bedrückung. Und da das genau der Einstieg in den Philipperbrief ist, dachte ich mir, nutzen wir für heute mal einen sehr schönen Arbeitstitel für die Predigt. Nämlich eine Frage. Darf Gemeinde Spaß machen? Ich antworte schon mal ganz kurz, bevor du jetzt die ganze Predigt überwartest. Ja, Gemeinde darf Spaß machen. Und ich meine mit Gemeinde jetzt auch nicht nur eine Gemeinde, die sich vor Ort trifft, sondern Gemeinde ist jedenfalls da, wo Paulus jetzt gerade schreibt, das große Ganze. Der Bereich, in dem du gerade mit anderen Menschen Reich Gottes baust. Der Bereich, in dem Jesus Christus dich gerade gebraucht. Ja, das darf Spaß machen. Und manchmal ist es trotzdem anstrengend. Paulus erlebt das. Römischer Knast damals war nicht wie bei uns schön mit Tapete und Fernseher und Bett und alles gemütlich. Nein, es gibt die klaren Beschreibungen, wie dann die mit Füßen und Händen in so einen Flock eingepflanzt werden und sich nicht bewegen können, wie es dreckig ist und nass und kalt und eklig. Es gibt Beschreibungen von Peitsche und allem Möglichen, was die Römer sich ausgedacht haben, um die Leute im Zaum zu halten. Es war überhaupt nicht schön. Heißt das jetzt aber, dass wir das auf unser Christenleben beziehen sollten? Das ist etwas, was ich heutzutage sehr oft wahrnehme. Dass Christen sich nicht gut fühlen, dass Christen in Spannungen leben und der felsenfesten Überzeugung sind, sie müssen dieses Schlimme aushalten für Jesus Christus. Es gehört doch dazu, zu einem wahrhaften Christenleben, dass man Probleme bekommt, dass man verfolgt wird. Eigentlich leben wir hier in Deutschland viel zu sehr im Luxus. Eigentlich müssten wir noch mehr in die Straßen gehen und noch mehr provozieren, damit wir endlich Gegenwind bekommen. Ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. An einem besonderen Punkt mache ich das fest. Ich höre in Gottesdiensten sehr oft das Gebet: Danke, Herr Jesus, dass wir uns in unserem Land noch frei treffen dürfen. Ich höre das von Älteren und ich höre das sogar auf Jugendgottesdiensten. Und dann stelle ich mir die Frage, wo kommt das eigentlich her, dass wir uns in unserem Land noch frei treffen dürfen. Was eine Angst, die damit schwingt. Was für eine imaginäre Bedrohungslage. Also gut, man kann schon dann theologisch daran arbeiten und feststellen, im evangelikalen Bereich gab es Strömungen und gibt es Strömungen in der sogenannten Eschatologie, also in der Lehre von den letzten Dingen, vom Ende der Welt, die sind nicht ganz schriftgemäß. Die beschreiben quasi die Welt als eine Welt, die immer schlechter und schlechter und schlechter und immer grausamer und grausamer und grausamer wird. Und ganz am Ende, wenn die Welt ganz, ganz schlecht geworden ist, dann kommt der Messias und rettet sie. Das ist aber nicht Endzeit, das ist Golgatha. Das ist schon lange geschehen.
diese Linien, in denen man ganz klar sagen kann, früher war alles gut und jetzt ist nur noch alles schlecht und wir müssen dieses Schlechte aushalten, die halte ich für aber überhaupt nicht gut. Und die finde ich auch in keiner frei evangelischen Auslegung. Sie strömen aber auf uns ein, gerade in heutiger Zeit, weil man bei YouTube und bei Fernsehgottesdiensten ja gar nicht mehr identifizieren kann, wo kommen die jetzt her, was für eine Prägung haben die. Und ich erlebe auch eine zweite Geschichte. Versteht das bitte nicht falsch. Ich möchte da auch niemanden angreifen. Aber es gibt in unserem Land eine Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt und die dieses Thema emotional sehr auflädt. Viele Spendengelder generiert, um damit noch mehr Emotionen zu schüren. Und damit kommen Themen, die am anderen Ende der Welt liegen, zu uns. Das ist richtig, dass wir verfolgte Christen ins Gebet nehmen. Aber wir brauchen keine Angst haben, dass unsere verfassungsmäßigen Rechte ohne einen Aufschrei in der gesamten Welt und ohne eine kraftvolle Reaktion in der gesamten Welt in unserem Land gestrichen werden. Wir müssen uns nicht in eine imaginäre Welt hineinbegeben, in der das Christentum immer nur schlecht und bedrückend ist, in der wir Probleme haben und nur leiden. Nein, Paulus macht es uns vor. Er beschreibt uns, was der richtige Umgang ist. Er setzt sich im Knast hin und überlegt, was sind denn die Punkte, an denen ich mich freuen kann? Was ist das, was meinen Glauben trägt? Was ist das Gute? Und wenn er an das Gute denkt, dann denkt er an eine seiner Lieblingsgemeinden. Das ist die Gemeinde in Philippi. Er denkt an das, was er mit dieser Gemeinde gemeinsam erlebt hat. Also da gibt es tatsächlich eine gewisse Verbindung. Die Gemeinde in Philippi war eine Gemeinde, die Paulus regelmäßig finanziell unterstützt hat, die regelmäßig für Paulus gebetet hat, die dann von den Mitarbeitern Timotheus und dem das ist ein ganz seltener Name auch, da kommen wir noch später zu in der Predigtreihe, ne? Euryklates, glaube ich. Euryklates, kommt hin, ne? Die beiden Mitarbeiter, die waren vor Ort in der Gemeinde und sind so ein bisschen auch gependelt, haben Paulus immer wieder Neuigkeiten vollbracht, also das WhatsApp der Antike mit ein bisschen Zeitverzögerung. Und Paulus freut sich über das, was sich in diesem Ort Philippi bewegt. Er erinnert sich an die Gründungsphase. Er erinnert sich, wie der Heilige Geist da ganz, ganz Großes vollbracht hat. Es ging los mit einer Purpurhändlerin, einer reichen Frau, die sich zu Jesus Christus bekehrt hat, die sich entschieden hat, aus der dann ganz Großes in der Stadt entstanden ist. Und dann, kennst du die Geschichte aus der Apostelgeschichte? Dann begegnet Paulus plötzlich einer Wahrsagerin, die von einem bösen Geist besessen ist. Und er treibt diesen Geist aus. Er zeigt ganz deutlich, Reich Gottes ist hier. Reich Gottes ist hier und der Heilige Geist hat mehr Kraft als alle religiöse Strömung, als alles, was in dieser Stadt an bösen Kräften vorhanden ist. Daraufhin wird er verhaftet, gemeinsam mit Silas. Sie werden ins Gefängnis gesteckt. Und was machen sie? Sie singen Lieder. Sie machen Lobpreis, sie feiern den großen Gott, der schon so Großes getan hat. Es kommt ein Erdbeben, die Fesseln brechen auf. Der Gefängniswärter hat schon Angst, dass sie geflohen sind, dass er jetzt geköpft wird. Aber nein, sie sind nicht geflohen, sondern sie warten auf ihn, um ihm von Jesus Christus zu erzählen. Was ein Start einer Gemeinde. Was für große geistliche Erlebnisse. Und diese Erlebnisse sind es, die Paulus sich jetzt vor Augen führt, wo er wieder mal begreift, wie dankbar er ist, wie schön es ist, mit Gemeinde unterwegs zu sein. Das ist das, was du heute Morgen mitnehmen kannst. Wenn du dich gerade ganz weit unten fühlst, wenn du dich gerade angegriffen fühlst, wenn du dich in irgendeiner Weise bedrängt fühlst für deinen Glauben, konzentriere dich auf das Gute, was der Allmächtige bereits getan hat. Konzentriere dich auf das Gute, was du hast, auf Menschen in deiner Gemeinde, auf Leute, auf die du dich verlassen kannst. Konzentriere dich auf die schönen Momente, die dich erwarten werden. Die geistlichen Momente, von denen du profitieren kannst. Gottes Begegnung im gemeinsamen Gebet. Gottes Begegnung im gemeinsamen Feiern des Abendmahls. Paulus zehrt davon und er erinnert auch die Philipper daran,
dass es sich lohnt, immer wieder zurückzublicken. Er macht deutlich, schau dir deine Gemeinde an. Schau dir an, was es da außerhalb von Problemen und Schwierigkeiten gibt. Und du stellst fest, da ist ganz, ganz viel Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Du findest Menschen, von denen niemand geglaubt hätte, dass sie jemals fromm werden könnten, mit denen Jesus aber seit Jahren schon einen Weg geht, die er gestaltet, immer positiver und positiver. Merkst du, das ist genau das Gegenteil von dem, was in dieser Abwärtsbewegung beschrieben wird. Es geht immer näher in Richtung von Jesus hin. Du erlebst Menschen, die aus der Gnade Gottes leben, die wirklich sagen, ich selbst habe dazu nichts beigetragen. Ich habe nichts beigetragen dazu, dass ich von Gott beschenkt bin, dass ich gute Momente in meinem Leben habe, dass ich gesegnet werde. Und trotzdem erlebe ich es. Ich erlebe, wie Gott in meinem Alltag unterwegs ist, wie er mich mit Kleinigkeiten beschenkt, wie er mit mir auf die Arbeit fährt, wie er mit mir in der Schule ist. Ich erlebe, wie Gott mich an wichtige Dinge erinnert, wie er mir zusagt, ich liebe dich, ich bin für dich, ich bin mit dir. Gemeinde bedeutet, da ist ein Haufen von lauter unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Prägungen, die allesamt durch Gott gestaltet werden, in denen Gott am Werk ist, in denen man die Wunder Gottes höchstpersönlich beobachten kann. Gemeinde bedeutet, dass du erlebst, wie Gott der Allmächtige sein Reich baut. Und ich bin überzeugt, das zu erleben, das macht tatsächlich Spaß. Gott zu erleben, wie er Unmögliches tut, wie er Wunder tut, wie er über Grenzen hinweggeht. Das macht etwas mit uns, was man mit deutschen Vokabeln nicht anders umschreiben kann als Freude, Glück, Zufriedenheit, Euphorie oder platt Spaß. Und ich möchte dich ermutigen, in die nächste Woche zu gehen und diese Perspektive zu finden. Was sind die schönen Momente in meiner Gemeinde? Was sind die Momente, in denen ich erlebe, wie ich in vorderster Front mit Jesus unterwegs bin? Wie er mit mir Gemeinde baut? Wo sind die Momente, an denen er mich beschenkt? An denen er mir begegnet? An denen er mir persönlich sagt, ich sehe dich, du bist gut, wie du bist. Ich gehe mit dir durch deine dunklen Täler, damit du wieder Freude erleben kannst. Ich schenke dir Sonnenschein, ich schenke dir blauen Himmel, ich schenke dir lächelnde Gesichter am Gartenzaun. Ich schenke dir tiefen inneren Frieden und die Hoffnung, dass du eines Tages mit ihm in Ewigkeit leben wirst und dass er dich darauf vorbereitet, dass er in deinem Leben arbeitet, damit du eines Tages voller Freude siehst, Jesus kommt wieder und du hast Bock drauf. Ja, Gemeinde macht Spaß. Gemeinde ist richtig gut. Reich Gottes bauen ist richtig gut. Und es ist toll, dass du mit dabei bist. Amen.